Hi, mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge des Adventkalenders für Musikproduzenten. Täglich, ab heute bis zum 24. Dezember, gibt es einen Tipp von mir, wie ihr eure Tracks noch fetter klingen lassen könnt. In der heutigen Folge geht es um Kickducking. Warum ist das so wichtig, wie funktioniert das und wie macht man das? Wir haben hier eine Bassdrum auf Kanal 1 und einen Bass auf Kanal 2. Und wenn wir uns jetzt mal den Pegel anschauen, den die zwei haben, hier sehen wir mal die Bassdrum, die hat ihre Spitze ungefähr bei minus 1 und der Bass hat seine Spitze ungefähr bei minus 3. In dem Moment, wo beide gleichzeitig kommen, ist die Spitze auf einmal auf plus 1, teilweise sogar plus 2. Und das ist das Problem, denn jetzt müssten wir ja den ganzen Track um 2 dB leiser machen. Und im anderen Fall könnten wir ihn um 1 dB lauter machen. Das heißt 3 dB Unterschied. Ein Track, der 3 dB leiser ist, als er sein könnte, ist einfach mal viel zu leise. Was wir deshalb machen, ist, dass wir sagen, immer wenn die Bassdrum kommt, soll der Bass kurz weggehen. Entweder hörbar oder nicht hörbar. Beides kann man machen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Auf unseren Bass legen wir einen Kompressor. Der soll aber ein anderes Eingangssignal bekommen. In diesem Fall mache ich das hier mit dem kleinen Pfeilchen. Ich klicke hier auf Sidechain und sage, ich möchte die Kick, also meine erste Spur namens Kick, als Sidechain verwenden. Und jetzt sehen wir schon, obwohl der auf der Bassspur liegt, sehen wir die Bassdrum. Und jetzt sagen wir immer, wenn die Bassdrum kommt, soll der Bass um 2:1 komprimiert werden. Je stärker wir das tun, desto mehr hört man es. Machen wir es mal ganz extrem. Diese ganz extreme Art, es zu machen, die war mal vor einigen Jahren sehr aktuell. Macht man eigentlich jetzt nicht mehr so intensiv. Aber dezent kann man das machen. Und es bringt den gewünschten Effekt. Wir bleiben unter 0 dB. Fast bei jedem Track von mir mache ich das so. In manchen Programmen funktioniert das ein bisschen anders. Schauen wir uns das gleich mal im Logic zum Beispiel an. Selbe Situation, wir haben auf Spur 1 eine Bassdrum, auf Spur 2 einen Bass. Auf dem Bass wollen wir einen Kompressor legen und in diesem Kompressor wollen wir den Sidechain anwählen. Den wählen wir hier oben an und jetzt sehen wir genau das Problem, das einige Programme haben. Als Input können wir nur Eingänge unseres Audio-Interfaces wählen oder Busse. Also müssen wir das Signal erstmal auf einen Bus schicken. Wir gehen also hier zu dieser Spur, wählen einen Bus an, der noch frei ist. Sagen wir mal Bus 31. Und wenn wir jetzt hier beim Monster Bass auf Kompressor schalten, sehen wir hier den Bus 31. Und schon können wir unsere Kick wieder ducken. Mein Name ist Thomas Foster und das ist der Adventskalender für Musikproduzenten. Täglich vom 1. bis zum 24. Dezember bekommt ihr von mir einen heißen Tipp, wie ihr eure Musikproduktion noch besser klingen lassen könnt. Den ganzen Advent, genau um 19.30 Uhr, gibt es die YouTube-Premiere einer weiteren Folge, die ihr nicht verpassen solltet. Also lasst mich wissen, was ihr vom Adventskalender für Musikproduzenten haltet. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir diese einfach in die Kommentare. Ich werde alle eure Fragen so gut wie möglich beantworten. Um für weitere Folgen des Adventkalenders für Musikproduzenten benachrichtigt zu werden, abonniert bitte meinen Channel auf YouTube oder Facebook, Thomas Foster Music Production. Ansonsten danke fürs Zuschauen, immer schön kreativ bleiben. Cheers!